Juhu ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Minecraft. Ich denke, wir werden heute noch an den Wegen weiterarbeiten. Ich habe hier schon mal ein bisschen mehr Kies eingepackt. Ich habe auch noch ein bisschen bemoosten Bruchstein eingepackt. Und dann werden wir jetzt hier gleich noch ein paar Wege verlegen. Ansonsten habe ich noch keinen so richtigen Plan. Wir sind jetzt erstmal wieder hier und das ist auch ganz gut so. Ich muss jetzt nicht unbedingt etwas aus dem Dschungel abholen. Wir haben Tag. So eine Überraschung aber auch. Ich werde mal. Ich weiß nämlich gar nicht, ob... Ach, das ist nur ein Huhn. Ich weiß gar nicht, ob von da unten drin bis da hinten die Chunks so aktiviert sind, dass da auch was drin ist. Aber ich werde mal in nächster Zeit versuchen, regelmäßiger hier... Genau, scheiße, jetzt habe ich... Ach nein, jetzt habe ich die Melonenkerne hier rausgeholt. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Jetzt müssen die ganzen Pflanzen erstmal wieder hochwachsen. Das ist doch kacke. Na gut. Also regelmäßig ernten hier Lebensmittel und so weiter und so fort. Außerdem dann, wie gesagt, hier mal runtergehen. Wenn es hier immer voll ist, wenn ich hier runtergehe oder wenigstens etwas hier drin ist. Naja gut, das ist nicht so viel, ne? Ein Skelett, ein Creeper oder ist hier unten vielleicht noch irgendwas? Nee, das ist jetzt nicht so der Kracher. Dann hätte ich ja gesagt, gehe ich einfach regelmäßig hier vorbei, ziehe am Hebel, warte Sekunde XY, bis halt alles von oben nach unten geschwemmt wurde. Das müsste ich eigentlich mal... Also stoppen die Zeit, ne? Wäre vielleicht ganz clever. So. Vielleicht verlege ich das Ganze aber dann doch lieber nach vorne. Damit ich halt nicht jedes Mal hin... Andererseits aktiviere ich dann hier natürlich, was auch immer hier unten drin dann spawnt. Es ist ein ewiges Für und Wider. Ein ewiger Streit zwischen Effektivität und Faulheit. Mal gucken, ob jetzt da mehr drin gespawnt ist. 9, die beiden sind da immer nur einsam. Na, kleine Fledermaus. Zählen Fledermäuse eigentlich auch als Viecher? Ist es nicht so, dass in einem bestimmten Raum nur eine... Oh, in einer bestimmten Größe eines Raumes eine bestimmte Anzahl an Viechern spawnen können. Wenn nämlich jetzt die dazugehören, dann, tja, dann haben wir ein Problem. Ach, ist die nicht schön, die Lava. Was haben wir da unten jetzt so drin? Guck mal, da sind ja auch unsere Erdbubbles und unsere Sandbubbles das war Kies, ne? Ich glaube, es war Kies. Genau, den der... Enderman da hinten rausgenommen hat. Sieht ja nicht so schön jetzt aus, aber gut. Wir verschließen unsere Augen vor der Hässlichkeit unserer Höhle und wenden uns den Wegen zu. Da ist auch nichts drin. Ständig ist hier irgendetwas im Wasser. Das ist halt ätzend. Das arme Konto ist auch noch nicht eingerichtet. Boah, wisst ihr was? Ich mache jetzt hier diesen blöden Aufstieg weg. Ich werde das Ding nach hier rein verlegen. Dann sieht das hier nicht mehr so unfertig aus. Ich gebe zu, es ist unfertig. Ja, es ist unfertig, aber dann sieht es wenigstens nicht so schlimm unfertig aus. Achso, genau, guck mal, wir machen das einfach vielleicht hier. Vielleicht rechts und links. Eine Treppe oder mittig. Wir könnten nämlich hier rechts und links nämlich noch Räume reinmachen. Dann machen wir die Treppe hier einfach mittig. Dann mache ich das jetzt mal eben hier. Vielleicht so eine schöne breite, dreibreite Treppe, hä? Das sieht doch gut aus. Und ja, dann sollte ich aber auch direkt, wenn schon, dann direkt auch Treppenstufen nehmen. Ja gut, und das hier müssen wir eh mal wegmachen. Hier kommt ja kein Mensch vernünftig durch. Das ist doch blöd. Sieht zwar ja sonst ganz nett aus, aber hier kommt doch kein Mensch durch. So. Ja. Es war ja alles nur provisorisch. Das Problem ist, dass es halt jetzt immer noch provisorisch ist. Ach, das ist so peinlich. Ah, Mann, das ist echt peinlich. So, wie war das denn? Achso, da hinten ist ja auch so eine leichte Ausbuchtung. Das heißt, wenn man da so hochkommt, ist man eigentlich... Ja, läuft man noch nicht vor die Wand, oder? Schwierig. Ich pack das mal jetzt hier hin nochmal. Das sollte ich nicht wegräumen hier. Das brauche ich jetzt... Und setze es einen weiter nach hier vorne. Ich glaube, es ist nicht so schlimm. So machen wir das jetzt. Das Ding ist
Wartet mal. Das ist am oberen Bereich. Gut, dann kann ich also jetzt einfach da die Treppenstufe so davor klatschen. Hoffe ich. Ja, müsste eigentlich gehen. Oh Gott, hin und her. Weil wenn ich das so mache, ist die falsche Röhre. Ah, ich wusste es. Na gut, dann machen wir das von hier aus richtig jetzt. So, dann brauchen wir eine Unterfütterung für die nächste Stufe. Es reicht ja eh nicht, was ich jetzt hier an Stufen habe. Ups, da habe ich mich aber vertan. So, du sollst dahin. Okay, genau, 6 Stück sind es nämlich nur noch. 1, 2, 3. So, und den Rest, den muss ich jetzt von oben noch holen. Wollen wir das als Futter da lassen? Nee, ne? Wir werden hier irgendeinen geheimen Raum noch reinpacken. Die Folterkammer des Kontors. Eigentlich passieren hier nämlich ganz andere Dinge. Ach, ich hätte ja für so Minecraft-Adventure-Maps hätte ich ja schon ein paar Ideen, muss ich ja sagen. Ich kenne mich allerdings mit der Erstellung solcher Maps überhaupt nicht aus. Aber so ein paar kranke Ideen habe ich da schon. Es ist gruselig, irgendwie zu sagen und zuzugeben, aber die habe ich. Ach, guck mal! Ich habe ja noch jede Menge hier von dem Stein. Da sind sogar noch zwei einzelne, die wir... Ach, ich freue mich. 16 Stück reichen aber aus, da hätte ich überhaupt gar keine neuen Blöcke mitnehmen müssen. Die 16 Treppenstufen sind absolut genug. 1, 2, 3. Zack, zack, zack. Und noch hier einmal davor. Schöne steile Treppe. Vor allen Dingen stößt man sich da momentan noch den Kopf. Das heißt, da muss ich oben doch noch mal ein bisschen was rausschlagen. Ist aber gut, weil dann habe ich auch genug Fichtenholz, um das eine Loch da oben zuzumachen. Jetzt müssen wir mal gucken, bis wo wir kommen. Das muss eigentlich nur noch das hier weg. Das ist ja cool. Oh, sag bloß, hier oben ist irgendwas. Ach nee, das war eine Fackel. Ja, ich mach das aber hier noch mal weg. Und dann muss man hier am besten oben ein paar, so ein Geländer machen, damit hier keiner runterfallen kann. Ne? So, und dann haben wir hier in der Mitte so einen runden Flur vielleicht und außen haben wir die Räume. Man kann ja auch durchaus sagen, ein Raum ist entweder nur so klein und so breit wie so ein Fenster ist, oder man kann sagen, eine komplette Fensterfront, dann wären das allerdings nicht gerade viele Räume. Ich muss mir nochmal angucken, ob ich im Internet irgendwelche Bilder finde von eingerichteten Kontoren, also keine Ahnung, wie es da drin aussah. So, erstmal einen Schluck Kaffee. So, hoppala. Gut, aber eigentlich wollte ich das nur verlegen. Ich habe gerade schon gesehen, mir ist ganz übel die andere Erdtreppe ins Auge gesprungen und aufgestoßen, aber das lasse ich jetzt erstmal so. Ja gut, und der Eingangsbereich ist wie gesagt nicht schön, aber selten. Wir können hier wenigstens vielleicht doch nochmal das so machen. Dann sieht es ein bisschen hübscher aus, ne? Ein bisschen hübscher ist dann schon. Oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich mich hin teleportieren lasse aus der Bäckerei raus. Das ist schlecht. Ich muss das mal kurz überprüfen. Nicht, dass ich mich jetzt gleich hier in die Treppe rein teleportiere. Das täte sehr weh und das wäre sehr schmerzhaft. So. Ich habe noch genug Essen. Sehe aber gerade, dass draußen der Balkon von unserer Bäckerei, glaube ich, ein bisschen zu dunkel ist. Kann das sein? Ich fürchte, da oben spawnt was. Ich habe vergessen, das auszuleuchten. Eieiei, dann mal schnell hin da. Dann kann ich mich ja gleich teleportieren. Achso, ich muss ja noch einen rauf. Ja, hier habe ich wenigstens die Treppen innen drin schon schön gemacht, ne? Und es ist ein Bett da, damit man hier schlafen kann. So, aber hier, ich weiß nicht, ob hier was spawnen kann. Keine Ahnung. Aber ich probiere es lieber nicht aus. 1 und 2 und fertig. Glastüren wären cool, oder? Es gibt bestimmt Mods für Glastüren. Aber ich bin auch so zufrieden, wenn ich ehrlich bin. So, und jetzt die Stunde der Wahrheit. Ah, daneben werde ich teleportiert. Das ist cool. Dann schlafe ich mal die Nacht weg. Hätte ich auch in meiner Bäckerei machen können. Okay. So, und jetzt legen wir mal Wege vom Gasthaus zur Kirche und vom Wohnhaus vielleicht auch noch. Zumindest lege ich davor so ein bisschen Weg, ne, weil wir hier in der Mitte einen Marktplatz machen wollen. Irgendwann mal. Ich frage mich, ob die hier überhaupt hingehen. Kommen die Jungs hierher?
um hier zu ernten? Mein Wirt, der läuft hier rum. Aber der Rest? So, das nehmen wir auch noch mit. Wobei, ich glaube, dann kann ich auch einmal hier komplett das Feld abernten. So, ich habe ja jetzt... Zeit, mal wieder hier Vorräte anzuschaffen. Vielleicht brauchen wir das auch mal demnächst wieder für einen Stream. Vielleicht habe ich wieder so viele Gäste und dann müssen die nicht erst ernten. Dann kann ich einfach sagen, hier in der Truhe ist, nehmt das, esst euch satt. Weil Ofenkartoffeln finde ich echt cool. Ofenkartoffeln finde ich richtig cool. Da ist schon wieder ein Stück Feld kaputt. Wie kommt denn das? Sind das hier wirklich immer die... Oh. Nee, sind auch Kartoffeln. Habe ich keine Karotten mehr? Weil das da sieht nämlich auch nach Kartoffeln aus. Hä? Hatte ich nicht mindestens... Wartet mal. Das hat mir, glaube ich, jemand hier falsch eingesät. Kann das sein? Ich bin mir sicher, ich hatte hier ein Weizenfeld, ein Karottenfeld und ein Kartoffelfeld. Ja. Das sind jetzt auch alles Kartoffeln. Das ist ja falsch. Das ist doch gar nicht richtig. Ich habe doch auch hinter meinem Haus ein Kartoffelfeld. Naja, gut. Hey, ihr kommt ja doch noch raus. Guckt mal, ich ernte hier auf eurem Feld. Wie wäre es, wenn ihr das mal wieder macht, hä? Genau, weil dann werde ich nämlich jetzt hier das Feld nicht mehr weiter mit Kartoffeln bestellen. Hier sind noch welche reingefallen. Sondern werde mal ein paar neue Karotten und Weizen holen. Das mögt ihr doch auch viel lieber, oder? Ihr braucht nämlich Brot, glaube ich, zum Essen. Das heißt, ihr braucht auch die Vielfalt. Zumindest, damit ihr euch mal irgendwann weiterentwickelt oder zumindest fortpflanzt. Ich habe ja schon lange keine kleinen Babydörfler mehr gesehen. Ach ja, sie trauern. Sie machen wahrscheinlich irgendwie so eine Art Fortpflanzungsstreik, weil ich die Popbude weggepackt habe. Oh, eine giftige Kartoffel mal wieder. Ich weiß gar nicht, was ich damit brauen kann. Aber ich habe schon 16 Stück davon. Nicht schlecht. So. Hier haben wir noch jede Menge Kartoffeln. Ich lasse mal ein Stack roher Kartoffeln drin. Die restlichen mache ich alle zu Ofenkartoffeln. So, und die Karotten muss ich dann mal mitnehmen. Und ein bisschen Weizenkörner. 64 Stück. Ich glaube, das reicht. Gut, damit schmeißen wir die anderen Kartoffeln alle hier rein. Oh, ich fürchte, da vorne muss ich noch ein bisschen mehr Kohle reinpacken. Das reicht wohl nicht, würde ich mal sagen. Dann müssen wir mal ein bisschen Kohle holen. Ich muss auch wieder Kohle schürfen. Leider. Oh, sag bloß, ich habe gar keine Kohle mehr. Oh, sag bloß, ich habe keine Kohle mehr. Oh, ich muss Kohle schürfen. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Wir nehmen die hier mal wieder raus. Packen die hier hinten rein. Hier dürfte noch ein bisschen Kohle drin sein. Ja, das ist aber schlecht. Och, Menno. Habe ich nicht dran gedacht, als ich letztens wieder Kohle genommen habe, um, was habe ich gemacht? Fackeln wahrscheinlich. Zu gucken, wie viel Kohle eigentlich noch da ist. Naja, gut. Also, sollten wir an Kohle vorbeikommen, müssen wir Kohle mitnehmen. Und das nicht zu knapp. Okay, na gut. So. Was ist denn das für einer? Huh? Oh, was ist mit dir passiert? Was bist du eigentlich für einer? Wartet mal, die müssen wir doch ansprechen dafür, ne? Moment. Ah. Der Geistliche. Oh, was, im Ernst? Der gibt mir Smaragde für verrottetes Fleisch? Das ist aber geil. Oh, das ist aber geil. Jetzt muss ich nur noch ein paar... Also, ihr müsst euch schon noch fortpflanzen. Ich habe noch keinen gesehen, der mir Bücherregale macht. Ich habe noch keinen gesehen, der mir Diamantsachen macht. Und ich habe auch noch keinen gesehen, der mir verzauberte Bücher macht. Ja? Guck mich nicht so treu doof an. Es ist nicht meine Schuld. Ich habe euch wunderbare Zimmer dort eingerichtet. Ihr seid da ungestört. Ihr müsst nur abschließen. Aber das ist eure Sache. So. Einmal das und einmal das. So. Dann machen wir wieder ein Weizenfeld. Ding, 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 ding. Oh, ja doch, es reicht. Ganz so viel habe ich dann doch nicht. Oder liegt es jetzt hier an den Feldern? Ist jetzt hier die Felderreglementierung da? Nee, eigentlich nicht. Ich hatte genauso viel Feld, als ich die Popbude noch stehen hatte. Das war nicht mehr Feld. So.
Mir wird immer ein bisschen schwummerig, wenn ich aussehe, wenn ich ehrlich bin. Ich bin froh, dass ich keine größeren Felder habe, sondern dass ich dann immer ein bisschen Pause machen kann hier. Weil da wird mir echt schwummerig. Ich habe immer das Gefühl, ich würde schielen. Aber, ja gut. So ein bisschen Motion Blur halt, ne? Okay, wir legen ein ganz kleines Stückchen Weg nur, aber nur ein ganz kleines Stückchen. Vor allen Dingen, weil ich noch nicht genau weiß, ach ja, ich kann auch nach unten schürfen gehen, weil ich nicht weiß, wie das dann hier hinterher mit dem Dorfplatz ist, wie groß der wird und so. Und wisst ihr was, wenn ich hier schon mal dabei bin, Missstände zu beseitigen, dann werde ich jetzt auch den Missstand mit dem Taufbecken beseitigen. Ich glaube, der Bärtigen, der glaubt schon, dass ich es nicht mehr mache. Ich habe es ihm versprochen. Ja, natürlich kriegt die Kirche die Kapelle. Die Kapelle. Es ist ja nur ein Kapellchen. Aber auch das braucht ein Taufbecken. Ich wollte ja auch noch mal eine große Kirche machen. Der Bärtigen baut in seinem Stream ja gerade eine große Kirche. Ich möchte ja auch noch eine große Kirche bauen. Das ist so ein bisschen was wie eine Art Wettstreit. Ich gucke mir extra nicht an, wie er seine Kirche baut, weil ich mich davon nicht beeinflussen lassen möchte. Ich möchte aber so eine Art Basilika bauen. Das größte Projekt wahrscheinlich hier auf diesem Server. Aber mal gucken, mal gucken. Ich brauche jetzt aber Eisen. Eisen ist hier. Eisen, das... Oh. Was soll das denn hier? Warum habe ich denn das jetzt genommen? So, dann machen wir erstmal ein Taufbecken. Ach so, wartet. Nee, genau so. So ist richtig. Und ich mache mal noch ein Becken. Gibt es nicht kleine Behälter, wo man Wasser reintun kann? Ich würde ja gerne so kleine Weihwasserschalen machen an den Eingängen, damit man sich mit dem Weihwasser bekreuzigen kann, aber... Ich glaube, es geht nicht, ne? Man kann nicht Wasser in den Blumentopf tun. Das geht leider nicht, das ist schade. Okay. Lass ich das dann? Ja, dann lasse ich das erstmal. Dann gibt es kein zweites Becken. Oh, wahrscheinlich hätte ich sogar noch was gehabt, wette. Ich gucke erstmal. Das wäre ja wieder typisch. Habe ich hier noch? Ich habe noch genau einen Kessel. Ja, war also wieder mal sowas von nötig, ne? Gut, das Zeugs kommt alles weg hier, das brauche ich nicht mehr. Die Karotten sind zu viel gewesen, reichten aber wirklich gerade eben noch so aus. Also gut, dass ich nicht mehr gegessen habe. Das und das. Und die Melonen. Die will ich auch erstmal nicht essen. Es soll erstmal richtig ordentlich hier anwachsen. Ja, okay, gut. Achso, doch, wir haben hier noch ein bisschen Schwarzpulver. Das wird auch schön eingelagert. Oh, nom, nom, nom. Ich habe auch schon wieder Hunger. So. Wassereimer habe ich auch mitgenommen, damit das Taufbecken auch direkt gefüllt werden kann. Und dann irgendwann kann ich hier hoffentlich mal den Zaun wegnehmen. Oder ich vergrößere das Ganze einfach komplett so um meinen momentanen Bereich herum. Das ist auf jeden Fall wieder wahrscheinlich eine ganze Folge mit Zäune aufbauen. Man könnte hier auch Löcher... Nee, das sieht doof aus. Schön wäre, wenn man hier irgendwie so ein Slab hinpacken würde und auf den Slab steht irgendwie ein kleines Gefäß mit Wasser. Das wäre cool. Das finde ich echt cool. So, Taufbecken. Taufbecken darf hier vorne stehen, finde ich. Hier so, oder? Soll man das mal hier hinsetzen? Wartet. Ich glaube, ich mache das so und packe dann hier nochmal Steine drumrum, so. Ach, schwierig. Schwierig. Eigentlich ist der Platz hier hinten nicht so richtig groß genug für ein Taufbecken. Wobei, wir können das Taufbecken hier auch in die Mitte setzen, oder? Hier so hin. Mal das hier hinpacken. So, komm mal her, Taufbecken. Du kommst jetzt also. Wobei, das sieht blöd aus, glaube ich, wenn man da drunter die Erde durchschimmern sieht. Dann setzen wir da drunter einen... Habe ich hier in der Mitte Cobblestone? Ja. Dann setze ich hier in die Mitte Cobblestone drunter. So. Dann setzen wir den da drauf und dann setzen wir den einen Slab, den wir jetzt hier abgenommen haben, wieder davor. So. Das ist... Ach, guck mal, hätte man gar nicht gesehen. Ich habe mir wieder viel zu sehr einen Kopf drum gemacht. Da...
Und das ist jetzt das Taufbecken. Genau in der Mitte. Das ist nicht so richtig realistisch. Taufbecken sind meistens mehr rechts oder links, aber okay. Bärtigern, du hast dein Taufbecken. Ich glaube, ich gucke nochmal nach hier oben. Oh, da fehlt ein Stück. Oh, warum fehlt denn da ein Stück Leiter? Ah, Mist, ich hab... Machen wir das so. Man kann ja hier ranspringen an die Leiter. Aber so einfach mal so ein Stück überspringen ist schlecht. Komm schon, schaffst es. Ja. Aber so ein Stück hier überspringen geht nicht. Deswegen machen wir das so. Ach ja, hier hängt unsere Bimmel. Unsere Bimmelbammel. Hier können wir mal rausgucken. Auf die Felder. Auf die Felder. Ach, das sieht schön aus mit der Windmühle da hinten. Das gefällt mir echt richtig gut. Jetzt muss es nur alles halt noch ein bisschen mehr miteinander verbunden werden und es müssen Bäume auf die Wiege gepflanzt werden und dergleichen mehr. Gut, ich kann ja jetzt hier, glaube ich, ohne Probleme im Dunkeln agieren. Das macht ja gar nichts. Eine Schippe habe ich auch noch. Die ist allerdings sehr bald kaputt. Das ist schlecht. Ja. So, dann... Bewegen wir uns hier. Oh, scheiße. Scheiße. Ach, fuck. Okay, dann muss ich hier die Erde wegnehmen. Machen wir das so. Ups. 1 und 2. Ja, dann ist gut. Ich habe schon Angst gehabt. So, ich denke mal so bis hierhin. Das heißt, das hier muss ich auch noch alles wegnehmen. Oh, shit. Jetzt wird's hier dunkel. Und das Ding ist auch noch kaputt. Toll. Na toll. Okay. Hier noch die weg. Dann haben wir wenigstens hier so einen angedeuteten Weg zur Kirche hin. Dann kann ich hier später vielleicht mit dem... Mit dem Dorfplatz ein bisschen besser kalkulieren. So. Ja. Der Rest wird bemoscht. Ach, habe ich hier noch drin. So richtig? Ja, ich glaube, so hatte ich es gemacht, ne? Okay, der Rest darf jetzt dann meinetwegen auch wieder gerne Erde werden. Habe ich auch noch hier vorne drin. So. Wenigstens der Weg geht schon mal von dort aus. Ich glaube, hier an der Taverne haben wir schon so einen Weg. Da hatte ich ja den Barty drauf gebracht, dass er hier so ein bisschen so mit bemoostem hier rumpflastert. Ja, ist okay. Das lasse ich auch erstmal so hier. Aber hier vom Wohnhaus aus. Das sieht hier sowieso alles irgendwie total wild und wüst aus. Das geht ja gar nicht. So, mach mal weg hier und mach das mal auch weg. Ist das wieder mein Geistlicher? Ja. Den müssen wir uns warm halten. Das finde ich richtig gut, dass der einem Smaragde für Zombiefleisch gibt. Schließlich haben wir doch eine Zombie-Farm. Oh ja. Okay. Gott, hier unten wird schon wieder gegeifert, ehrlich. Du bist das doch nicht, ne? Du grunzt höchstens da vorne. Mal gucken, ob wir hier gleich irgendwie in eine Höhle runterfallen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich hier alles unten drunter ordentlich ausgeleuchtet habe. Dass es halt nirgendwo mehr grunzen und stöhnen kann. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. So, den noch. Und die drei noch. Und dann hätten wir es wenigstens zumindest von den Wegen her, so wie ich das jetzt machen wollte. In der nächsten Folge werde ich mich mal um die Begrünung des Weges, der von der Bäckerei hier hochgeht, kümmern, damit es da mal ein bisschen... Was ist mit denen los da drin? Was treiben die? Ha? Oh, hier geht's aber heiß zur Sache, fürchte ich. Ich glaube, es ist hier gerade ein kleiner Zickenkrieg im Gasthaus entbrannt. Gut. Hier machen wir noch zu. Und so. Der Rest ist Cobblestone. Genau. Er grunzt nämlich nur. Und er grunzt jetzt hier hinten. Huch, wo bist du?
da hinten. Er patrouilliert aber hier sehr schön das ganze Gelände ab. Das finde ich herrlich. Fred, das machst du sehr gut. Eigentlich bräuchten wir da noch einen George. Wenn er jetzt halt doch Fred heißt, dann brauchen wir eigentlich noch einen George, ne? So. Macht nämlich auch nur Unsinn hier, diese Weasleys. Aber wirklich. Okay, prima. Die angedeuteten Wege sind, damit man wenigstens das Gefühl hat, das ist also irgendwie was Befestigtes, ja. Gut. Nächste Folge. Wegbegrünung und Laternen. Wir gucken uns mal ein paar unterschiedliche Bauweisen von Laternen an und dann muss ich mir mal die schönste davon aussuchen, beziehungsweise die, ja, die hier am besten zu meinem Dorf passt. So, aber für heute ist Schluss. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut.